whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Neuvorstellung von Highland Park, den Valkyrie. Ja, das ist ein Nachfolger des Dark Origins. Und die erste Edition eines, ja, dreiteiligen Sets an Flaschen, wie es jetzt bei Highland Park so üblich ist, immer Serien, damit die, ja, mit Sammelmotiven und so. Hören Sie ein bisschen Kritik? Ja, es wird ein bisschen schwieriger, diese Flaschen im Prinzip zu bekommen, weil die Auflage geringer ist, ja, und die Sammler sich ranhalten müssen, um von jedem was zu bekommen. So, also hier haben wir jetzt eine, ja, eigentlich recht schön ausgesuchte Flasche, 45,9 Volumenprozente, preislich ohne Altersangabe schon wieder am oberen Ende von ungefähr 70 Euro angesiedelt oder unter 70 Euro angesiedelt. Highland Park unterscheidet man in zwei Whiskys, nämlich die rauchigen und die nicht rauchigen, wobei beim rauchigen kann man nicht so sehr die rauchigen soll man hervorheben, weil der Rauch bei Highland Park sehr, sehr zart ist. Das sind also nicht so wie die extrem rauchigen von Schottlands Westküste, sondern es ist zarter Rauch, der zeigt und der ein bisschen Komplexität bringt, der aber den eigentlichen Geschmack des Whiskys nicht überfrachtet. Ja, die Valkyren, das Valkyrie, sind die Valkyren, und da sagt im Deutschen das normalerweise der Valkyrenritt von Wagner. Aber das ist nordische Mythologie. Und die Orkney-Inseln, auf denen Highland Park Distillery angesiedelt ist, die waren früher in fester Hand der Wikinger, der Nordländer, und fielen dann erst deutlich später dann an die schottische Krone. Und ich glaube, die Shetland-Inseln, die noch weiter draußen waren, die gingen als Mitgift, als eine norwegische Prinzessin einen schottischen König heiratete. Dann irgendwie gaben die als Mitgift mit, ne? Aber egal. Hier ist also Jim Lyngvild, ein dänischer Künstler, der also diese schönen Bilder da gemacht hat, und inspiriert wurde er also von alten, Zeichnungen von, ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist dermaßen vollgeschrieben. Wenn ich ihn hier vorlese, dann wären sie durstig dabei. Ne? Also da ist schwierig. Und die Valkyren ist jetzt also ein, ja, sagen wir, durchaus eine Engelsgestalt der nordischen Mythologie, die auf den Schlachtfeldern die Sterbenden, die Toten, die besonders tapfer waren vor ihrem Tod, in Empfang nahmen und nach Valhalla brachten an Odins Tafel. Und so war für die Krieger in der damaligen Zeit wohl der Tod nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Das machte diese Krieger natürlich halbwegs gefährlich. Und hier sagen sie jetzt was. Der Whisky. Wie ein fahler Sonnenuntergang an einem Wintertag auf Orkney. Die natürliche Bernsteinfarbe von Highland Park liegt in seiner feurigen Tiefe. Ja, da sind sie dabei. Highland Park färbt seine Whiskys nicht. Das ist die schöne Nachricht daran. Allerdings färben sie neuerdings die Flaschen, und zwar reichlich. Ne? Haben wir letztlich eine probiert, Benedikt zusammen. Rot war die Flasche. Das war der Fire von Fire and Ice. Ein dramatischer Beginn mit einem scharfen Anklang von grünen Äpfeln und Limonen. Das ist typischerweise der Brennereicharakter. Das sind diese fruchtigen, jungfruchtigen. Und dann kommen orientalische Gewürze, ein langer Abgang, cremige Vanille, seidig weich, süßer Ingwer, dunkle Schokolade, typischerweise von Sherryfässern. Aber wenn die sagen, der wäre pale, weiß man nicht, wie viele Sherryfässer der gesehen hat, denn die Dark Origins, die waren, der ist heftig Sherryfasstönig. Ne? Wenn das jetzt der Nachfolger sein soll, ganz passt es nicht.
Und dann hört man ein ganz bisschen das Knacken von schwelendem Freudenfeuer. Also die wahrscheinlich der Reste. Schön ausbalanciert. Tolles Finish. Reiche Frucht. Nee, reife Frucht. So. Schauen wir mal, was da steht. Nix. Ja, Highland Park steht hier oben extra drauf, 1798, uralte Brennerei aus dem 18. Jahrhundert. So richtig will der Rauch da nicht erscheinen. Jo, der hat aber Sherry fast ein bisschen viel rausgekommen. Auch wenn der jetzt hervorragend sein sollte, werde ich ihn nicht zu Ende, weil ich habe noch einen, den ich probieren muss. Also das ist jetzt, boah, das ist eine Menge, das ist aber ein starker Tram. Jetzt ist der Rauch da. Yo, zarter, weicher Rauch. Süß mit Vanille. Und dahinter kommt die frische Zitrusfrucht. Aber scharf, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht die alkoholische Note, 46 oder 45,9 sind schon eine gehörige Portion Alkohol. Und der Rauch, ja. Und tatsächlich geht er so rüber ein bisschen ins Schwelende. Jetzt nicht ins Stinkende, aber so ein bisschen ins Schwelende. Und hat einen sehr schönen, komplexen Geschmack, auch wenn dieser Whisky vermutlich vergleichsweise jung sein wird und doch einen schönen Sherryfass-Anteil hat. Jo. Bisschen viel im Mund. Jo, irgendwie die Walküren ziehen. Ne? Orientalische Gewürze, stimmt. Ingwer, ja, brennt ein bisschen. Und die dunkle Schokolade kommt auch. Und eine Assoziation von Salz. Ich habe mal ein paar Salzkörnchen in Whisky reingetan, hier vor laufender Kamera, bei dem Whisky von Sylt. Und wenn Sie zwei Körner Salz drin haben, dann schmeckt der Whisky salzig. Also dies ist jetzt nur ein Anklang von Salz. Schön. Lang, immer noch ein bisschen rauchig im Abgang. Und oh, so jung ist er nicht mehr. Aber ich meine, Sie waren hier extrem kreativ und toll bei der Fassauswahl. So ganz alt ist er nicht. Sonst hätten sie ja vermutlich auch ein Alter draufgeschrieben. Ne? Ja, wundervolles Stück Arbeit. Und dieser Hauch von Rauch, der dabei ist. Dieser Hauch von Rauch, der macht den Whisky hier ganz schön interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen den anpreisen soll. Die Mengen von Whiskys oder von Flaschen, die wir hier bekommen, sind, glaube ich, noch begrenzt. Allerdings als Nachfolger vom Dark Origins wird es davon mehr geben. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie viel. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So, also relativ schwierig zum Anbieten. Wer als ein Sammler ist, bald zugreifen. Für einen Genießer kann sich die Sache entwickeln. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir hier die Flasche 2 und 3 aus dieser Valkyren-Serie dann begleiten und vielleicht legen sie sich dann doch eine Musik von Wagner ein. Ja, Sie wissen, wie ich das meine. Demnächst mehr hier in diesem Theater.